So, mein Fehler. Aber ich glaube, wir werden es dann nochmal sehen. Ich glaube, St. Pauli. Ich weiß es aber nicht mehr. Ich habe jetzt nur noch bis zu der Stelle gehört von Imenoshi. Ich schaue mir das dann nochmal an. Keine Ahnung. Aber ich glaube, es war mein Fehler. Sandy Kolk, Sandy Kolk, Sandy Kolk und Kessler! So, jetzt Mosquera nochmal gegen Gunesch. Bringt die Flanke auf Sandy Kolk. Aber Kessler wieder sicher. Zwischen den zwei Außenseitern geht erstmal nichts. Und dann möchte ich noch eine kleine andere Ankündigung machen. Denn in Zukunft wird auch noch... aber erst in geraumer Zeit wird auch noch der Budi-Pokal stattfinden. Der Budi-Pokal 2011. Letztes Jahr war der letzte. Ich kann mich noch daran erinnern. Borussia Dortmund hat gewonnen. Jetzt ist aber ein neues Jahr. Und deswegen wird der Budi-Pokal in geraumer Zeit, sagen wir mal, 4 Wochen oder irgendwann veranstaltet. Was hältst du von der Idee? Budi-Pokal war ja eigentlich so ein emotionsreiches Teil immer. Hm? Und die Neuauflage dann 2011. Gruse. Asamoah, der Topscorer in der Bundesliga für St. Pauli. Riesenchance. Ha, den muss er reinhauen. Gerald Asamoah, der Ex-Schalker und Ex-Nationalspieler für Deutschland. Hier sehen wir es nochmal. Ah! Das war schade. Also jetzt nochmal. St. Pauli hat gegen Bayern 0-2 gespielt und Union gegen Bayern 0-0. Stimmt schon. Ich habe das St. Pauli und Union verwechselt. Bei Imenoshi denke ich immer an St. Pauli. Keine Ahnung wieso. Was? Oh! Das ist gelb. Das gibt nicht eine Karte! Das ist der Schiedsrichter des Wahnsinns. Oh Gott. Matuschka jetzt im Spiel für Tomic. Matuschka, mir springt ja noch ein bisschen Bewegung im Spiel. Der, das Mitglied vom Team aus. Oh, oh, was machen die denn da? Morena, Glück gehabt da. 60 Abonnenten sind es jetzt übrigens schon. Danke, Leute. 61. Wie viel? 61. Oh, danke, Leute. Das ist ja mega, Jungs. Weiter so. Wir wollen auf die 100 zu, dann wird es ein Special geben. Mal überlegen, was könnten wir dann da so machen? So und so dann bald den zweiten Fan-Cup, wenn alle 15 Plätze belegt sind. Übrigens, es sind noch 14 Plätze frei. Also jetzt schon wieder, jetzt schreibt uns eine PN und dann könnt ihr da schon wieder, könnt ihr euch schon wieder anmelden für das nächste Turnier. Ich glaube, das müssen wir jetzt schon immer mal, obwohl wir haben das ja im offiziellen Video, steht das alles, also... Und uns keine Sorgen mehr machen. Mosquera, Ecke, Union. Kommentier mal bitte weiter, ich muss Nase ausschnauben. Schlecht, wenn man keine Bildschirmübertragung hat. Ja, stimmt. Zweite Halbzeit online jetzt, Thurman Brothers. Wir gehen Twitter. Okay, ich kann schon wieder. Ich tue jetzt dazu mal einschalten. Tschüss. Grüße. Wieder auf Oczipka. Klasse Doppelpassspieler. Oczipka. Mann, oh Mann. Kann er nicht ins Auslaufen. Naki. Langer Einwurf von Jerome. Polent. Ich habe mir da so einiges ausgedacht eigentlich. Hauptstadtcup. Habe ich da mir noch eine Aussicht gestellt. Haben wir uns in Aussicht gestellt. Und der Rest, nur Pokal eben. Was wir uns da alles ausgedacht haben. Unsere Ideen kommen ja meistens immer am stillen Örtchen. Etwas! Ah, ja, du weißt bestimmt, was gemeint ist. Am sehr, sehr stillen Örtchen. Was immer so stinkt danach. Taki. Naki, kein Erfolg. Aber Lenz ist da. Stuff hat ja gerade seinen Vertrag verlängert bei Union. Warte, am Ort der Klopapier. Nein, das ist nicht die Volkswagen Arena. Ja, da habt ihr euch ein bisschen vertan. Jerome Bolenz.
mit dem V-Spiel an Naki, Dennis Naki. Jetzt Manfred Lehmann, ne Matthias. Manfred, das heißt kein Mensch mehr. Das war früher mal so ein Name. Also in DDR-Zeit. Ich kenne einen 13-Jährigen, der ist Manfred. Sag ihm. Alles gerne. Voll. Muss er wieder lachen, ja. Unser Zauberkünstler aus Westdeutschland. Der Mann mit der Klopapierrolle. Der Mund muss zu. Pinball. Pinballsutz. Rotenbach. Ah, wieder gestoppt. Ja, es ist ja hier auch Ost gegen West. Bayern gegen Union war 0-0. Bayern gegen Ost. Ist ja ganz okay eigentlich. Mosquera. Ah. Mosquera. Das hast du immer bei der WM gemacht damals. Ah. Kann ich mal dran erinnern. Diesen wunderschönen Laut. Ah. Muss mal kurz weiter kommentieren, Nase ausschauen. Okay, Kessler mit dem Abstoß. Matuschka auf. Kann ich nicht lesen. Kolk. Benjamina hätte davor noch das Tor erzielen können. Bartels. Ebers. Oh, Dagi! Riesenschuss! Und Hattrick! Oh, das ist ein Riesenkeeper. So, Rotenbach. Und da muss man ja dazu sagen, ich stehe heute in der Zeitung. Passt auch neue Presse, ne? Right. Keine Ahnung, wieso, das habe ich meine Oma gerade gesimst. Taki? Herr Boss? Das müssen sie auch besser spielen, so. Das ist jetzt der letzte Angriff, der gehört St. Pauli. Nein! 0-0. Ganz, ganz schlechter Auftritt von beiden Teams.